Morgen, Robert. Hey, Nils. Du, warte mal kurz. Der Kollege ist ein bisschen angeschlagen. Wie angeschlagen? Hat er Brownie mit echtem Zucker gegessen, oder was? Nee. Angeschlagen halt. Gut, danke. Hey, Philipp. Alles klar bei dir? Ja, nee, ich weiß nicht. Macht dich das alles nicht auch manchmal fertig? Was meinst du? Sie ist nicht mal 30 Jahre alt. Alle Träume und Wünsche, die so ein junger Mensch hat, mit einem Wimpernschlag alles kaputt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das lässt niemanden kalt. Wir müssen dringend herausfinden, was hier passiert ist. Linda Mainzer, 25 Jahre alt. Eine Freundin von ihr hat sich Sorgen gemacht, weil sie vor 2 Tagen nicht zu einer Verabredung gekommen ist. Und dann hat sie die Polizei verständigt. Irgendwelche Hinweise auf ein Gewaltverbrechen? Naja, wie man es nimmt. Schau mal an die Armbeuge. Das könnte eine Stichverletzung sein. Das könnte von der Injektion sein. Die könnte sich aber auch selbst zugefügt haben, wenn sie sich suizidiert hat. Ja, aber wenn sie sich Gift oder irgendwas anderes gespritzt hat, wo ist dann die Spritze? Das größere Aber, der Rollstuhl. Wie soll sie von dort aus in die Wanne gekommen sein? Sie hatte ALS. Amyotrophe Lateralsklerose. Genau. Das Ganze ist wie ein verdammter Fluch, Mann. Eine enge Freundin von mir ist daran erkrankt. Stück für Stück hat die Erkrankung ihr Nervensystem angegriffen. Und die Muskeln gelähmt. Nach 3 Jahren Leidenszeit ist sie dann gestorben. Jetzt verstehe ich, warum du so fertig bist. Hört sich grauenhaft an. Das war's auch. Sie konnte ihre Augen nicht mal mehr aus eigener Kraft schließen. Letztendlich ist sie dann an einer Lähmung der Atemmuskulatur gestorben. Es tut mir leid, Philipp. Gut, was haben wir? Also wir wissen, dass sie nicht alleine aus dem Rollstuhl in die Wanne gekommen ist. Und vermutlich hat sie sich auch nicht alleine die Injektion gesetzt. Sarah und die Spurensicherung sollen sich immer umgucken. Die müssen auch irgendwas finden. Linda, wo bist du? Bleiben Sie bitte stehen. Bleiben Sie bitte draußen, das ist die Tat. Wo ist meine Schwester? Die dürfen nicht rein. Kommen Sie bitte mit. Linda! Kommen Sie bitte. Linda. Seien Sie vernünftig. Linda! Wir reden hier weiter. Es tut mir wirklich sehr leid, was passiert ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, was Sie durchmachen. Wir wussten ja alle, dass Linda nicht ewig bei uns bleiben würde. Aber so doch nicht. Wer hat ihr das angetan? Wir hatten gehofft, dass sie uns das sagen können. Sehen Sie sich doch die Bilder an. Linda war vor ihrer Diagnose so eine wunderschöne, attraktive Frau. Bei allen beliebt und der einzige Feind war diese bescheuerte Krankheit gewesen. In den letzten Wochen hatte sie immer wieder davon geredet, dass sie selbst entscheiden möchte, wann sie sterbe. Sie sprechen von aktiver Sterbehilfe? Ja. Aber die ganze Familie war dagegen. Wie kann man denn einem Menschen dabei helfen, zu sterben, den man über alles liebt? Abgesehen davon ist aktive Sterbehilfe in Deutschland auch verboten. Ich hatte meiner Schwester in der Stadt eine Selbsthilfegruppe empfohlen, bei der sich unheilkrankbare Menschen treffen zum Reden. Ist sie da auch hingegangen? Ich glaube schon. Sie hatte mir erzählt, dass sie jemanden kennengelernt hat und das muss dort gewesen sein, vor ein paar Wochen. Haben Sie den neuen Freund Ihrer Schwester mal persönlich kennengelernt? Nein, leider nicht. Denken Sie, dass die neue Bekanntschaft von meiner Schwester was mit dem Tod von ihr zu tun hat? Das werden wir auf jeden Fall versuchen herauszufinden. Ich hätte mehr für meine Schwester da sein sollen.
Ich hätte mit meinem Sohn und seiner Tante Linda öfters aus der Stadt fahren sollen. Die beiden teilten die Leidenschaft zur Natur. Und vielleicht hätte das ihr neuen Lebensmut geschenkt. Vielleicht hätte sie das abgelenkt. Also Bilder hat sie von ihrem neuen Freund noch nicht aufgestellt. Wenn es diesen neuen Freund überhaupt gibt. Irgendjemand muss ja im Bad bei ihr gewesen sein. Vielleicht jemand, der Sonnenblumen kennen mag. Frau Mainzer, hat Ihre Schwester Sonnenblumenkerne gegessen? Nein. Morgen. Morgen, Philipp. Morgen. Der toxikologische Bericht im Fall Mainzer ist da. Sie hat eine ganze Menge Lidocain im Blut. Lidocain ist ein Betäubungsmittel. 600 Milligramm davon sind tödlich. Sie hatte das Doppelte im Blut. Das führt sofort zum Herzstillstand. Geht recht flott. Ja. Und das nicht nur bei ihr. Auch diese vier Frauen sind in den letzten 12 Monaten an einer Überdosis Lidocain gestorben. Saskia Schmidt und Stefanie Hirsch aus Berlin und Natascha Blum und Miriam Kummer aus Hamburg. Also können wir von einem Serientäter ausgehen? Ja, zumindest ähneln die Fälle sich sehr. Alle Frauen litten an einer tödlichen Krankheit und waren kurz vor ihrem Tod in einer entsprechenden Selbsthilfegruppe. Sag mal, haben die Kollegen in Berlin und Hamburg überhaupt irgendwas gemacht? Haben die irgendwas rausgefunden? Gehören vielleicht die Selbsthilfegruppe zu irgendeinem Verein? Haben die denselben Träger? Nein, die haben gar nichts rausgekriegt. Keine Spuren, keine Hinweise, nichts. Und nach jeweils 2 Fällen pro Stadt war dann Ruhe. Das heißt, Linda Mainzer ist jetzt unser erstes Opfer. Und wir müssen davon ausgehen, dass es bald ein zweites gibt. Die Schwester von ihr hat gesagt, dass sie auch in einer Selbsthilfegruppe war. Vielleicht finden wir da unseren Täter. Das ist die Selbsthilfegruppe für todkranke Menschen, an der Linda Mainzer teilgenommen hat. Wenn wir Glück haben, ist der Täter auch in der Gruppe. Aber wenn wir Pech haben, auch das nächste Opfer. Komm, lass mit den Leuten sprechen. Warte mal kurz, Philipp. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Die wird dir aber, glaube ich, nicht so gefallen. Tolle Idee, Robert. Das kriegst du zurück. Philipp, wollen wir den Täter schnappen oder nicht? Ja. Weniger rauchen? Ja? Ja. Ja. Kommt ruhig rein. Keine Angst. Wir wollten Sie nicht unterbrechen. Ja, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns doch, dass ihr hier seid. Stimmt's? Übrigens, wir duzen uns ja alle. Michelle war gerade dabei, von ihrem heutigen Morgen zu berichten. Und es wäre schön, wenn ihr euch danach kurz vorstellen würdet. Okay? Ja. Bitte, Michelle. Die Ärzte meinten heute Morgen, dass der Krebs nicht weiter gestreut hätte. Zur Feier des Tages habe ich ein Marmeladenbrot gegessen. Ein ganzes Stück. Und mein Magen hat es sogar behalten. Ohne Schmerzen. Sehr schön. Und morgen schaffst du dann 2 Brötchen. Ja. Wenn ich weniger Zigaretten am Tag schaffe, schaffst du auch 2 Brötchen. Als ich die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen habe, da gaben mir die Ärzte noch höchstens 4 Wochen. Jetzt sind es schon fast 6 Monate. Eigentlich sollte ich dankbar für die gewonnene Zeit sein, aber die meisten Tage sind nicht so gut wie heute. An den meisten Tagen, da habe ich kaum die Kraft, mich aufzuraffen, weil die Schmerzen unerträglich sind. Da habe ich kaum die Kraft, mich aufzuraffen oder meine geliebten Pferde zu beobachten beim Ausritt, die ich so liebe, und meine kleine Nichte Sina, die jetzt auch das Reiten begonnen hat.
In so einer Situation ist es wichtig, dass man einen Grund findet, leben zu wollen. Und das jeden Tag. Pferde sind so ein Grund. Danke an Michelle für deine aufrichtigen Worte. Wir dürfen heute zwei neue Mitglieder begrüßen. Hallo. Hallo. Bei uns ist das so, niemand muss etwas sagen. Es steht jedem frei, auch einfach nur zuzuhören. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht alleine fühlt. Und eine kurze Vorstellung wäre schön. Ich bin Philipp. Hallo Philipp. Hallo Philipp.